So, geht so langsam los, Jungs. Uns wird kalt, wir wollen Action sehen. Jetzt macht mal was. Ja, Party Party hier. Auf geht's, erster Punkt der Begegnung. Haki macht Stimme, Haki macht Stimme. Haki hat auch richtig Bock. So, links Sunrise, rechts Dipsticks, auf geht's. Ja. Oh, da hat schon einer einen Break geschossen, da war ein bisschen ficklig. So, schau mal, Snake 1 geladen von Sunrise. Was ist los, Silas? Kanone? Dipsticks, oh, G1, nee, bei Eric, ne? Ja. Beide verlieren einen. Bei Dipsticks ist der Snake Corner abgeflogen, Torito 1 geladen, die 4, die 2, die 3 geladen. Guter Call von Dipsticks, haben sie auf dem Schirm, aber Torito 1 ist hier von Silas geladen. Er versucht sich jetzt seinen Spiegel zu cachen. Ich glaube, wird auch. Wie gesagt, Silas hat ja eigentlich genug Erfahrung, also er ist auch... Kommt er ihm aber in 50 Torito rein, aber Silas hat es mitgekriegt. Jetzt müsste der Backplayer nachziehen, macht er auch, schön. Torito 1 jetzt noch nachbesetzt. Schöne Kommunikation bei, bei Dipsticks. Bei Lipsticks. Lipsticks. verzeih's mir. Ja, jetzt geht der Cross hier in den 50s und will sich die Snake holen. Ja. Aber jetzt sind drei Kanonen auf der Snake-Seite bei Dipsticks. Ja, also der Dorito-Spieler noch. Ja. Ist der einzige, der blockt. Oh, das war ein Hit, oder? Ja. In einer Maske. Ja. G2, so, also. G2 bei Dipsticks. Free. Snake 1 bei Sunrise. Immer noch, ja. Könnt ihr jetzt. Ah, 4 sogar. Oh, die Leitung ist abgeschissen, glaube ich. Oh, was? Wie? Hä? Ah. Oh, Moment, vor mir. Drei Dinger. Oh, die Leitung ist tot. Kannst du mir mal sagen, wo ich mein Handy hinfahre? Ja, hier wahrscheinlich wieder eine Tasche, oder nicht? Nee, hier hinten am Arsch. Okay. Oh, Livestream weg, böse. Ja, dann machen wir das doch einfach mal so. Was? Wer? Wer ist hier? So, aber Martin! Einfach weiter moderieren, ja. Weil wird aufgezeichnet. Alles klar. So, links haben wir jetzt. Die Kansas, Rivers. Die Hauptschulboys. Nee, Kansas, auf jeden Fall. Und rechts Rivers, jetzt bin ich gespannt, Boys. Was geht hier ab? Ich bin so heiß wie Fritzmann auf das Match, ey, ohne Witz. Alle Five of Life noch bei beiden Seiten, oder? Ja. Ja, schön. Oh, Eddie, ich sehe schon Eddie mit dem Zopf wieder. Oh, ja. G1, nein! Eddie one fliegt. For one! Oh, Penalty. Ja, das ist. Snake-Seite weggebrochen bei Rebus. Ach Jungs, ey. Ja. Das ist doch scheiße. Haben sie stabil weggeschossen. Und das, damit ist ja klar. Kansas nutzt das natürlich. Der ist also, ich glaube, der Pick jetzt hier von Kansas aus der Landesliga habe ich irgendwie so mitgekriegt. Und der Typ ist echt jetzt schon. Der Typ macht echt einen guten Job in der Snake. Also wir haben, wie gesagt, mit ihm. Oh, G4. Oh, ja. Ey. Ja, das war. Toll. Alter, das war mal kurz eine Ansage, ne? Aber wie gesagt, zu den Kansas-Jungs, die Jungs sind richtig. Also wie gesagt, ich sehe die echt. Ja. Oben, wie gesagt, beim Training war ich auch super heftig. Hat Spaß gemacht, mit denen zu trainieren und der Snake auch von denen. Also, coole Nummer. Aber jetzt genug Zucker in den Arsch gepustet. Jetzt geht's wieder los hier. Jetzt Sunrise rechts gegen genau. Dipsticks links. Hast du eigentlich gerade einen Strich für die Partien gemacht? Ach, Scheiße. Ja, da war was. Wir hatten jetzt Dipsticks haben. Ja, weißt du das überhaupt? Wir hatten jetzt den Punkt geholt bei Dipsticks oder Sunrise. Wer hat das Tor geschmissen? Der Tor geschmissen. Ich kann nur Dipsticks gewesen sein. Ich glaube nicht, dass das Sunrise geschmissen hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Gut, werden wir ja sehen. Gut. Schauen wir gleich mal nach. So, ich werde hier mal jetzt auf die Matchseite gehen und da so dann schon mal vorbereiten. So, 10 Sekunden. Schwerin von rechts, Silas. Silas rennt, das wird lustig. Jo. Auch ein Runner, auf Runner bei Dipsticks. Aber er sagt dem Ref, du stehst am Weg, Alter. Ich will ins Torito. Boah. Ah, er hat nicht gekriegt. Ja. Ich glaube, er hat. Und G1 Dipsticks, da ist der Snake Move abgeflogen. Da ist Silas live angekommen. Ich dachte, er hat einen Hit auf dem Dings. Aber okay, ey, alles safe. So, wie gesagt. Oh, 50 Torito schon wieder. Oh ja. Torito. Aber und trotzdem mal aufgemacht. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng in den Cornerspieler von der Snake-Seite von Schwerin. Ja. Das ist Nickel, ne? Nickel, ja.
Da hätte er drauf, da hätte der Dipstick-Spieler draufbleiben müssen. Ja. Den hat er so weggecasht, theoretisch. Ja, Nickel hat er nicht mitgekriegt, dass das Feuer auf ihn eingestellt wurde. Jetzt ist er drauf. Jetzt ist er vorbei. Jetzt hat er das Ding, hat das Fenster hat er sich selbst zugemacht. Ja, weil der Tower ist auf ihm, der Corner ist auf ihm. Ah, Nickel hat gepennt, Alter. Jetzt hat er ihn wieder gelassen. Aber er lässt ihn jetzt auch wieder kommen. G2 bei Dipsticks. Aber auch. Snake ist geladen. Oh, Nickel ist weg. Okay, aber. Snake. Der Dorite-Spieler weiß nicht, dass die Snake geladen ist. Und es guckt nur einer auf die Snake-Seite. Doppel-Snake. Snake 1 und Snake 2. Und jetzt kommt der jetzt Run. Jetzt gibt's auch, kommt der Run. Oh, jetzt kommt er. Oh, das war aber. Na, dann geschlafen hier. Aber er wird gebunkert hier von dem Ring-Move. Und Erik wurde aber weggenascht. Ja, aber war wichtig. Der Kill war wichtig. Der Kill war definitiv. So, sieh das jetzt in T-Pack 50. Ja, Snake-Seite geladen von den. Also zwei Snaker bei Sunrise drin. Ja. Und Towel. So, jetzt das glaube ich. Stimmt, das war auch Towel. 2-0. 2-0, ne? Ich sag einfach 2-0. Alles klar, okay. No. Oh, jetzt noch. Also, wie gesagt, diese Rebirth-Kansas-Ding, das sieht, ich bin gespannt. Das ist echt, also wie gesagt, das One for One hat der erste Punkt, das war weggeschmissen. Das Ding war durch. Ja. Nochmal, so ein bisschen Deckel. Super, ist klar. Ach, ja. Oh. Okay, große Differenzen. Drinnen im WLAN. Gleich plot. So, links Rebirth, rechts Kansas, auf geht's. Eddie von Rebirth auf dem Can, anders Snake. Oh, schöner Move von Dennis. Oh nein, schon wieder ein Penalty. Das gibt's doch nicht. So, jetzt Kansas auch einen verloren, aber das war gerade richtig tödlich. Das war ein schöner Offbreak. Eddie hat's auch weggeschossen, die sind nur noch zu zweit. Snake 2 und den Maya Tempel vorne auf der Dorito-Seite. Mal gucken, wie Eddie da das jetzt wegarbeiten kann. 4 gegen 2. Oh, Eddie hat 3 Kanonen auf sich. Und da geht der nächste. Nee, oh, 2 and 2. Dennis ist da. Sehr gut gedreht. Eddie ist raus, Dennis ist da. Okay, das ist Dennis, ja stimmt. Das ist Dennis, Dennis und Dirk. Jetzt müssen. Ja, und das ist das halt. Dorito. Ihr müsst miteinander reden, Boys. Dorito Snake Corner bei Herford. Hermo, Verzeihung. Oh ne, sind noch 3 Leute. Eddie ist auch noch Eddie da. Ist auch noch am Start. Zeig doch. Okay, cool. Also 3 gegen 2. 3 gegen 2. Rebirth, Dorito, Wing, Snake 2. Gegen Dorito 1 und Snake Corner. 3 and 2. Und Snake 50 gesetzt von Dennis. Der, ja, der, oh, der hat da sich beim Moven holen lassen. Er hat schon gesagt, Eddie gibt mir eine Info. Eddie gibt keine Infos. Ja, aber er hat den Stopp in den 50s machen müssen. Er hätte nicht gleich auf die Snake 2 weitergehen von Erdenmoor gehen dürfen. Ja. Das ist natürlich sehr schade. Mal gucken, was sie daraus machen. Die Möglichkeit haben sie. Oh, jetzt kommt der Move, jetzt kommt der Move, jetzt kommt er ins Wing und. Ja. Ja, da hatte Eddie aber Glück, dass es keinen Ärger gab, weil es war ein Spinning. Ja. Das hätte jetzt richtig. Das hätte wieder und dann hätte es zwar, ja. Aber ja, Spinning auf Werfer und vorhin gesehen, aber sie hätten nicht Short gestartet. Aber das sind halt so Sachen, wie gesagt, das ist jetzt das zweite. Spinning ist kein 1-4-1, das ist mehr. 2-4-1, ja. Ja. Weil er war markiert, das wäre sogar ein Reach. Ach, stimmt, ja, stimmt, das war 2-4-1. Gut, aber jetzt wieder back to topic. Das ist die zweite Strafe in diesem Spiel von Rebirth. Das muss weg. Das bricht euch das Genick, Jungs. Und so, Dipsies von rechts, hässlich von links, aka Sunrise. 10 Sekunden. Ich glaube, Haki hat so beim vierten Block keine Stimme mehr, wenn er weiter brüllt. Der hat doch da oben eigentlich eine Brüllstimme. Micha ist auch am Start. Ja, mal gucken. So, wie geht los hier? Game on. Und Snake 1 straight besetzt und Wing, Doppelwing Dipsticks. Und G1 Dipsticks. Oh, da muss er im Wing aufpassen von Sunrise. Jetzt kommt er oben rüber und schießt ihm auf den Kopf, oder? Ja, ich weiß nicht. Da fehlen noch ein paar Zentimeter. Oh! Oh. Aber er weiß, dass er da durchlücken will. Jetzt versucht er den Spieß umzudrehen. Jetzt könnte er einmal kurz hochgesprungen. Und jetzt kommt er rum. Oh, das war. Schön hat gemacht. Hat er schön gemacht. Aber. Dämlich von den Dipsticks. Oh, Snake 2 und holt dann sich. Hat er nicht. Da fehlt. Oh, doch raus! Schönes Dipsticks Ding von Sunrise. Nur noch mit dem einen Spieler da hinten in der Kern, ne? Und ist nicht Dorito noch geladen? Ich sehe es nicht genau. Warte.
Aber Sunrise Hill ist 0. Ja. So, okay. Den holt er sich. Oh, den hat er verfehlt. Hat er. War ein Trade, war scheißegal. Punkt für Sunrise. Ist das jetzt, ich würde echt interessieren, ob der erste Punkt wirklich auch bei Sun, also von Sunrise ausgeht. Werden wir sehen, wenn hier ein 4-0 bei uns auf dem Scoreboard ist und bei denen, ne? Oh, ich sehe hier wieder was. So. Ja, das ist, glaube ich, oldschool. Aber wundert mich, dass die Leute sich im Chat nicht beschweren. Ja, deswegen. Hm, warten ab so. Okay, alles klar, okay. Lass mal einen aus. Ist alles so, gut. Kansas links, rechts Rebus, hoffentlich und jetzt keine Kansas Strafe. Snake 2 direkt hatte am Bein. Ja. Ja. Trotzdem schön, schön probiert, aber Kansas liegt halt vorne. Die können halt jetzt noch so eine Moves machen. Ja, Kansas im Burrito Corner. Jetzt Dorito. Habe ich das richtig gesehen, dass Rebus die Snake 2 geladen hat? Ich glaube ja. Und da krabbelt er gerade am Kissen rum. Ja, Eddie. Eddie ist wieder vorne. Oh, er hat doch vorne was auf dem Hopper, oder? Habe ich da was auf der Spitze blitzen sehen? Ja. Oder das ist Snake dieser Spire, ich weiß nicht, was sie auch immer haben. Das ist HK. Meinst du, dass die goldene Version war? Mal gucken. Also die Tschechen sehen das auf Snake jeden Fall. Snake 50 mittlerweile ja. Von Rebus. Und da geht der nächste G2 von G2 bei Kansas. Ja. Oh, da rückt Eddie? Nee, Dennis. Okay, alles safe. Das ist alles gut. So, also wir haben jetzt auf jeden Fall die Überzahl von Rebus. Ja. Jetzt müssen sie aber auch Schmunk machen, weil die Zeit läuft gegen sie. Sie haben keine Punkte auf dem Score. Jetzt müssen sie langsam Action machen. Was ist denn hier auf der T-Pack-Seite? Warum bewegt denn sich hier nichts? Hermor ist im Snake Corner, geht jetzt auf Snake 1, hat die Can und den Maya-Tammel, aber die Snake ist geflogen, oder? Ja, Snake ist geflogen. Jetzt müssen sie ein X legen, aber hier auf die Dorito-Seite kommt echt nur. Da kommt gar nichts. Ist raus. Doch? Ist raus, ja. Jetzt ist. Nur noch der Maya-Tempel. Da hätte sich schon viel früher bewegen müssen. Da ist gar nichts. Okay, der Punkt geht auf jeden Fall an Rebus. Ah, der Maya-Tempel hat jetzt aufgemacht in den Dorito-Corner. Okay, ja, Punkt, okay, alles klar. Rebus, so, Kansas. 2-1. Gut, also. Ja. Schauen wir mal. So Leute, ballert doch einfach mal in den Chat was rein. So, Sunrise rechts, Dipstick Schlingsch. Ja, da gab es jetzt noch kurze Calls. Von Nikolai? Ja. Yeah. So lange nicht mehr gesehen, den Knaben. Und es geht los. Game on. Oh, was ist das? Zweifach Crazy Wing Moves. Oh, Crazy Move. Crazy Alter. Moves. Alter Schwede. Also G1 auf Dipstick-Seite. Ja, und da hat er aber auch die G2 Deckung ordentlich. G2 auf Sunrise-Seite. Snake-Seite weggebrochen. G3. Jetzt haben die Dipsticks mal die Brechstange rausgeholt. Und er läuft. Und Silas hat sich geholt. Ja, die Snake-Seite ist leer. Und er nimmt Wing, natürlich. Wing ist auch raus. Oh, jetzt die Snake noch. 2 und 2. Oder 4 und 2? Was haben wir hier noch? Ich habe nur den Center und die Snake. Okay, alles klar. Und ich habe hier auch nur noch die beiden. Also 2 und 2. Silas und Eddie ist das, genau. Ne? Genau. Ja, genau. So. Snake 2 ist, glaube ich, auf die 50s gegangen, wenn ich das sehe. Ja. Und Erik geht drüber. Oh, big move. Big move. Alles safe. Also, 2 und 2. Wir haben die Snake-Seite ist von beiden Seiten geladen, so ein bisschen. Also, Erik ist auf also muss ich sagen, geiler Move. Von der 4 auf die 1 aufzumachen, um ein schönes Cross aufs Feld zu kriegen. Wirklich sehr, sehr nice. Problem ist jetzt bei Dipsticks die Entfernung halt. Ich weiß nicht, ob er ganz. Ob wegen der Kommunikation. Jetzt geht er auf den Dorito-Corner. 50 Snake. Silas guckt gerade ein bisschen in die verkehrte Richtung. Dorito 1. Oh, rennt er ihm voll in die Kette. Und jetzt kommt Erik hier mit dem dicken Move. Bunkert ihn weg. Das war schade. Aber er hat doch gar nichts, oder? Doch, doch. Hat er oben am Oberschenkel gekriegt. Okay. Schade, wie gesagt, weil auch dann nicht weiter kommuniziert wurde. Da haben wir halt. Das ist so seitdem. Ja, Silas hatte den Cornerspieler nicht auf dem Schirm. Ja. Ist ihm voll in die Flinte gerannt, weil er nur noch den einen auf dem Schirm hatte anscheinend. Seitdem diese, also das Coach nicht mehr erlaubt ist, ist auch besser, finde ich. Also ich finde es
macht das halt spannender, definitiv. Aber wie gesagt, da musst du halt permanent am Labern sein, weil sonst passieren so eine Dinge halt. Oder schickst halt Leute in den Tod, sinnlos oder wie auch immer. So, jetzt noch Rebirth gegen Kansas. Es steht 2-1 für die Kansas Boys. Ja, schauen wir mal. So. Rechts Kansas, links Rebirth. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Rebirth da weitermacht, wo sie gerade aufgehört haben. Und zwar im Killzone zersägen. Ja. Wie gesagt, wenn sie nur miteinander reden und die scheiß Strafen weglassen, dann sieht das auch gar nicht so scheiße aus. Ja, aber. Ja. Und auf geht's. Abfahrt. Rebirth die komplette Backline geladen. Genauso. Oh, Kansas. G1 auf Kansas Seite. Oh, Penalty! Oh, G2. Und Rebirth. 5 for life. Oh, nächster G3. Deadbox Bolognese bei Kansas. Abfahrt. Tschutsch. Also, Snake 1 geladen von Kansas und der große Maya. Ja, und Eddie hat sich gedacht, ich renne jetzt einfach mal von der 2 direkt in die Snake 2 rum. Es geht und los. Ja, jetzt ist ein schönes Ding. Ja, ihr seht da drüben gerade eine wundervolle 3-Mann-Deathbox. Polonaise. Ja, das Penalty hat die da gerade zerstört und also, toll. 2-2. Also, Kansas hat super stark angefangen, definitiv. Ne? Ja. Und jetzt fängt es auch so langsam an. Jetzt trinken wir so ein bisschen. Aber schön, schön. Also, wunderbar. Also, wie gesagt, die Kansas haben 1-for-1 gezogen. Wie gesagt, Strafen machen das Leben einfach um. Ja, Rebirth hat das Spiel gerade sehr gut aufgebaut. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sunrise macht gegen den Move, den sie gerade hatten. Gegen dieses böse Ding. Die Strafe hat sie ja im Endeffekt auch geholt gehabt. Dass die Seite da weggeknackt war. Dumme Fehler von Sunrise. Definitiv. Das waren gerade eben wirklich dumme Fehler, was ich von den Jungs in der Hinsicht nicht so erwartet hätte. So, aber ist noch früh am Morgen. Ja. Erster Block. So, weiter Move, wie es aussieht hier auf die Snake 1 von Sunrise und er kommt wieder safe an. Snake 2 straight wieder von Dipsticks. G1 bei Dipsticks. Ja, aber Sunrise alle alive. Haben die Backline soweit auf. Ne, Silas hat es im Dorito Corner gerade weggenascht. Aber die Snake 2 von Dipsticks ist auch noch gut am Machen. Aber er muss echt aufpassen mit seinen Moves, dass er nicht jedes Mal die Deckung verschiebt, weil sonst gibt es ja auch bald Mecker. Schauen sich die Refs nicht mehr lange mit an. Und dann ist er auf die Snake 2 drüben auf die äußerste Seite aufgerückt. Bei den Dipsticks. Also wie gesagt, sehr stabile Backline, G1 auf der Sunrise-Seite, G1 oder G2 auf der Dipsticks-Seite. 50 Snake Dipsticks und 50 G1. Dorito. So. Schön aufgemacht hier von den Spielern. Ja, und jetzt muss er aufpassen. G2. Ja, die Snake kriegt jetzt Probleme hier von den Dipsticks, drückt aber gut zurück. Hat der nicht am Ellbogen da was? Ja, oder ist von der Deckung. Aber die Refs sehen das natürlich besser als wir. Und G2? Ja, Trade, okay. Ja. Alles klar, also aber wir haben jetzt nur noch Erik, ne? Ist nur noch, ja. Oh, 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 oh. Oh, da kommt der Head Marshal. Oh. Der Punkt geht an Dipsticks. Ja. Und das zieht Strafe nach sich. Ich glaube dann. Ich vermute mal, da gibt es einen Shortstart bei Sunrise. Ich weiß jetzt nicht, wofür das gezogen wurde, weil der Snaker. Der Snaker, ich glaube, das war ein Trade und ich glaube, der Herr hat sich da ein bisschen aufgeregt. Und du weißt ganz genau, wie das ist, wenn du dich aufregst gegenüber Refs. Ist immer. Fresse halten, reinfressen und in der Box ausrasten. Genau, das ist immer sehr. Das fällt zu 90% und in der Box nur bis zu dem Go-Ton ausrasten. Danach heißt es auch. Ja. Oder einfach für sich selber unterschlucken, weil das ja auch. Wenn du schon mit schlechter Laune runterkommst, ist ja auch für Team, das spiegelt sich aufs Team wieder. Ei. Ja. So, Kansas, Rebirth, 2-2, Rebirth von rechts. Okay, Timeout. Timeout von Kansas, oder doch nicht? Aber stellen sich. Oh, hat er seinen Lauf in der Hand? Er hat seinen Lauf in der Hand. Es passieren hier die übelsten Dinge heute. Ja, er war noch Basteln gewesen, aber die 10 war halt gecallt, da kann er kein Timeout mehr nehmen. W von Kansas. Rebirth auf der Backline und Dorito 1, Snake 1 von Eddie ist angekommen.
Also alle safe, also alles safe, also alles nicht noch nichts gefallen hier. Ja. Das Webesetz von den Kansas Boys, der Spieler mit dem halben Lauf ist jetzt in der Snake. Er ist jetzt arbeitsfertig. Immer noch ein bisschen, glaube ich. Nee, der war, okay, er war einsatzbereit. Okay, dann werden wir gleich sehen, was passiert. Ja, der Wingspieler hat lange gewartet, bis er die erste Kette setzt, was richtig ist, wenn er nichts sieht in der Position, um sich nicht zu verraten. So, jetzt ganz schön festgefahren da drin. Ja. Ah, der Center wird aufgemacht und auf die 4 geht weiter raus. Oh, jetzt muss er aufpassen. Eddie und hat Eddie? Oh. Nee, der ist safe. Den hat angekommen. Er nicht gesehen, alles klar. Ja, der Pin und so, aber auch Snake 2 von Hermann. Snake. Und Eddie in der 50. Eddie in der 50 ist der Snake 2 bei Kansas geladen. So, der macht jetzt hier gleich richtig Terror. Eddie und was ist da los? Was ist da los? Geht da an? Ich glaube am Hopper. Guck mal am Hopper. Sehe ich nicht. Ja, ist gerade dran, ich glaube. Ja. Na, Schmatze. Okay, alles safe. Also noch kein Eddie gefallen hier. Eddie kommt da in der 50 wohl gar nicht hoch. Nee, kann auch gar nichts machen. Aber da ist doch, wenn ich das richtig sehe, ja, die 4. Er drückt sich hier den Maya-Tempel, den großen, weg. Aber er muss auch vor der Snake 2 aufpassen. Der B-Spieler hat nach Snake gesagt, was sein nächster Move werden soll. Und zwar ein Stück weiter gehen in der Snake, aber da sitzt Eddie und wartet auf ihn. Oh, Lütti! Ja, Lütti, jo, deine Knie, das zeigt dir seit 100 Millionen Jahren, aber egal. Aber jetzt geht das W auf die 50s und weg raus da! G1 bei Kansas Seite, jetzt bam, los voll in die Fresse! So, G2 und bei Kansas! Da arbeitet das Eddie und jetzt Eddie ist weg. Da durch! Oh, jetzt, das ist spannend, das ist so spannend! Oh, das gibt in, auf die Fresse! Jetzt bin ich gespannt, wer holt wen. Und, Eddie! Oh, schade, Eddie! Ja, da wollte er zu viel, aber. Ja, den Center nicht auf dem Schirm gehabt. Und was macht Lütti? Lütti holt sich den Snaker. Ja, aber muss vor der 3 aufpassen. Nur noch 3, ja. Ja, los, Lütti, Hagelruf, Digga! Ja, Hagelruf, Digga! Ja, der hat nur noch das im Hopper. Und jetzt macht er auf gegen die Leute und wird nochmal richtig ausgemalt. Reverse holt sich die Führung mit einem 3 zu 2. Das ist doch hier, wie heißt der denn? Der Kansas, der da gerade, der als Letzter da war, der hat auch bei Sunrise gespielt. Wie ist denn hier? Sein Kumpel Boki und er war noch hier mal Dream Team. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Weiß ich nicht. Wenn du ihn siehst, weißt du. Weiß ich nicht. Fällt der Name nicht mehr ein. Also auf jeden Fall, Rivers holt den Punkt. Schönes Ding. So, 10 Sekunden jetzt hier, Sunrise rechts, ey, ihr links. Faulen Typen, haut mal was in die Tasten hier. Haut mal ein paar Fragen raus. Dipsticks, links wieder Runner, mit dem Snake Runner. Bestimmt Runner. Snake 2 und wieder alles verschieben, wa? Und Todesbuch, nee, beide Seiten gehen weit, schön. Und hat er Glück gehabt. Aber verloren. Dipsticks verlieren einen. Ja, so auf jeden Fall. G2 bei Dipsticks. Sunrise alle live. Und beim M500 ist kacke, wenn dir der Loader aufgeht, ne? Ja. Oh, Silas, bleib ruhig da hinten, lass ihn rattern. Der hat gleich keine Paint mehr. Oh, Dip 6, nur noch Snake 1, hinten die Can und Dorito 2. Der Rest ist nach Hause gefahren schon. Aber Sunrise verliert auch gerade den Maya-Tempel. Oh, Snake wird geladen von Sunrise. Snake 2 von Dip 6. Und er fliegt der nächste. Und fast auf den Pot gefallen, der Güte her. Ja, der Pot ist im Arsch jetzt. Ja, der ist durch. So, Dipsticks, der noch Snaker kann nicht schießen. Haben wir jetzt noch 2 Leute bei Dipsticks, wenn ich das sehe. Und bei Sunrise sind es noch 3 oder 4. Ja. Und Silas geht durch. Und Silas, komm los, Silas. Ich bin extra. Bam! Voll in die Fresse. Und Silas geht durch. Boot. Bam! Zweimal in die Fresse. Terrorzwerg, Junge. Auf geht's. Da hat der Terrorzwerg einmal 2 Gesichter ausgemalt. Punkt für San Riese. Es steht 4-2 in der Begegnung. So, jetzt Rebirths gegen Kansas. 3-2 für Rebirths. Ei. Timeout Killzone. Mhm. Da wollten die Jungs gerade von Killzone losrennen. Ja. Und dann hören sie von den Jungs aus. Die machen nee, mal lass mal. Oh, ist das schön mit dem Heizlüfter. Ja, das ist wunderbar. Das Ding ist echt gut hier. Aber obenrum so eine Deckenheizung, die runterstrahlt, wäre geil, wa? Ja. Weil die Sonne, so ein, die angesagt so, war, die so ein Strahler hier. Ja, so ein Strahler, ja. Aber ist alles gut. Also ist auf jeden Fall besser als gar keine. Genau, oder wo es mal so extreme Shift hat und der Wind von der Gegenseite kam. Das war auch Horror. Das war auch der Horror für die Technik. Ja, definitiv. Ja, Sunrise nutzt, Rebirth nutzt ja natürlich das Timeout von Hermor auch.
aus, warum sollten sie sich denn hetzen, ne? Ja, genau. Also und dann muss noch einer von den Jungs doch noch zurück, weil er das vergessen hat. Hat dann Mutti Zettel vergessen von Mama, dass er spielen darf? Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die auch Probleme mit der Farbe haben. Sieht eigentlich nicht danach aus. No. Aber wer weiß, wer weiß. Oh. Die heißt er. Die, ich glaube, sie nannten ihn die. Bin mir nicht mehr ernst sicher. Sie nannten ihn die? Mhm, irgendwie so, wartete. Na, auf jeden Fall, alles safe. Ich habe nochmal extra Wärme mit unter die Decke geschoben. Wunderbar. Jo. So, jetzt Ribos von links. Kansas von rechts, aber sind die nur zu viert oder was? Die waren zu viel. Die waren zu viele, glaube ich. Oder haben die... Ja, die hatten noch Penalty bekommen. Ah, stimmt. Also starten sie. Nee, doch nicht. Einer zu viel gewesen. Versteckt. Alles klar. So, also. Alle Pfeife live bei... Oh, Rebirth weg. Mitty geht vom Platz. G1 ja. Bei Rebirths Seite. Aber ein schöner Move von dem Dorito-Man gewesen. Schön auf 50 Dorito vorgekämpft. Die Snake haben sie ebenfalls geladen. Und jetzt ist gleich Tschüss auf Snake-Seite von Rebirth, weil der Dorito-Spieler schon rüberkommt. Snake ist geladen von Eddie. Ja, gut gemacht. Und was macht er da? Dorito von Rebirth ebenfalls. Und 50 Dorito sagt Tschüss von Killzone. So, Dorito Killzone geladen wieder. Eddie in der Snake 2. Und Snake 2 ebenfalls von Kansas. Na, Eddie, da verschwendest du gerade nur 4 HB. So, jetzt die innerste Snake 2 von Kansas geladen. G2 bei Kansas, nee, G1. Ja. G1 bei Kansas. G1 nee, bei 2. Nee. Ach, 1, 2, 3, 4. Tatsache. Ja, ist jetzt ein bisschen festgefahren, die Kiste. Also zugunsten von Rebirth natürlich, weil die führen ja einen Punkt. Ja. Aber, da hat es hinten ihn erwischt und jetzt gibt's. Oh, 1-for-1. Ja, ganz toll. Das ist es. Den ist wichtigsten einfach. Gezogen. 50 Dorito nachbesetzt hier von Kansas dadurch. Ach, man nennt den rechten Corner jetzt Freitag. Ja, die haben Wochentage wohl. Ja, und schade. Lässt sich aber einen Knutscher auf die Wange setzen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben noch den Corner von der Snake-Seite bei Rebirth und ist und hier Dorito 1. Dorito 1. So, also Crossfeld aufgebaut, theoretisch. So, 50 Snake und er rennt dem Dorito-Spieler nicht in die Line. Oh! Oh, das war... Oh, jetzt 50 Fight. Und da drüben gab es ein Penalty. One-on-one. Pitch Fight und 50 Dorito und er kommt in Field. Und? Auch raus. Ja. Also, no point. No point. Trade im 50 Dorito. No point. Joa, so geht das auch mal, ne? Ich vermute mal, das liegt an den Wolken, dass die Satzschüsse das nicht durchgepumpt kriegt. Glaube ich auch, ja. Ist natürlich ärgerlich, aber im Nachhinein kann man sich das ja alles noch angucken. Also von daher, der Tag ist nicht verloren. Ach, die Kamera-Boys wechseln sich also immer ab, alles klar. Ja, die switchen die Seiten, also ey, du nimmst mir nicht meine Picks weg. Mhm. Also es gibt hier keinen Kamera-Bitch-Fight-Move, wenn er drauf gewartet hat. Dipsticks rechts, Sunrise links. Da gucken wir doch mal, was geht. Was geht denn? Was geht denn? Ey, was geht denn? Also 4 Punkte für einen Sunrise könnten jetzt so langsam dann... Wie gesagt, das wäre auch mal irgendwie cool, dann mal Spielzeit irgendwie... Das wäre ganz cool. Ja. So, 10 Sekunden. Rechts Dipsticks, links Sunrise. Dipsticks sieht nach einem Brecher-Move aus. Ja, so hier. Wie ein Runner. Im Wing. Oh, wieder so weit. Straight Wing, Snake 1 Offbreak. Und alle live angekommen. Also. Respekt. Silas im Dorito Corner. G1 auf Sunrise-Seite. Snake 2 von den Dipsticks. Ja, und, Alter, da hat er sich aber weit rausgewagt, gerade am Wing. Da hat er Glück gehabt, dass er da nicht was ins Gesicht bekommen hat. Dorito seid ihr stark besetzt. 50 Snake jetzt von den Dipsticks. Na, ja, Marsch, ja, G1. Der war zu viel. Als Silas die Kanone ordentlich gehalten und war vorbei im Schacht. So, 4-4. Silas und Dorito.
haben wir Ötti in dem großen Maya-Tempel auf der Dorito-Seite, Nickel im Center und den vierten kann ich gerade nicht erkennen, der sitzt in der Kern auf der Snake-Seite. Und da geht der nächste von Dipsticks. G2 auf Dipsticks-Seite. Ja, oder? Snake 50s, Wing, okay, Snake Corner aufgemacht und da geht G3, der nächste. Das war's. So, ja, jetzt Erik, wenn du möchtest, musst du nicht. Kannst Erik, du aber. Bitte löse jetzt ihren Fahrschein und geh nach vorne. Du könntest dich jetzt ein wenig bewegen. Ja, aber erstmal den Körper wieder in Gang setzen, ne? Ja. Die Kanone aus der Snake hört sich aber ein bisschen sehr flink an. Hat der da gerade echt Herrn Böhm gerade abgeschnattert? Ja, nur noch das Wing. Und da wollte er diskutieren, er hat mich auch. So, das war's. Das Herr Silas, wenn Sie noch da sind, dürfen Sie? Nein. Ist Herr Silas noch da? Silas ist noch da. Ja, ist er noch. Da geht das kleine Wiesel jetzt mal ganz schnell so zick, zack, zick, zack, zick, zack, tschüssi. Ich gebe was an. Der ist so clean und so flink. Ist so diese kleine Ratte, von Mexiko, Junge. Der hat ein Tempo drauf, das ist pervers, Alter. Jo, also, Player clean. Punkt Sunrise. 5-2 für Sunrise, jetzt Rebirth. 5-2 schon? Mhm. War das andere nicht? Ach nee, das No-Point-Ding also war bei Kansas, richtig, ne? Ja. So, 3-2 habe ich jetzt noch genau, stehen richtig, bei Rebirth. Das war der No-Point. So, Killzone rechts, Rebirth links. Weißt du, was hier heute noch fehlt, so bei den ganzen crazy Shit, so ein Russen-Move, so von wegen falsche Seite und so, wenn wir das hier noch bringen. Das wär, ja, das war echt cool, Mist, aber die werden nur sauer. Ja. Gab's noch mal eine Ansage vom Chef im Beth? Auf geht's. So. Oh, Eddie. G1 bei Kansas, G1 bei Rebirth, Dennis, ja. Dennis raus. Eddie im Snake Corner da hinten, Kansas macht ein Center auf. G2 bei Rebirth. Ja, da hat die Snake 2. Da geht der zwei. Jan. Da hat so, die ja, Snake jetzt, so guck mal, jetzt arbeiten sie hier voll bei T-Pack-Seite, denke ich mal. Ja, ja, der Druck ist zu krass hier. Ja, ich habe mir das Feld gestern mal kurz angeguckt und dann musste feststellen, wenn eine Seite wegbricht, ist das Game eigentlich gelaufen. Ja. Aber das hat sich hier so noch nicht so krass bestätigt, finde ich. Out G3 bei Rebirth. Ja, und da kommt das Tower. Ja, schöner Punkt von Kansas. Und, aber alles gut, Jungs. Rastet nicht aus, alles safe. Ja, 3-3. Ja. Da hat der Spieler von Kansas gerade gedacht, dass sie das Tower geworfen haben. Timeout Rebirth, wie es aussieht. Nee, Dipsticks. Dipsies. Dipsies nehmen Timeout. Ja. So, hässlich nice. Von rechts. Ja. Ist natürlich, ja, jetzt müssten sie echt, also wie gesagt, die machen schon gute Moves so, ne? Ja. Aber dann haben sie halt die Posi, um ein bisschen Action zu machen und dann entweder zu gierig oder zu langsam. Da ist er gierig. So. Aber der Marshall ist so groß wie Silas hier, der Inne. Ja, ich glaube, da war Silas sogar gerade einen Ticken größer und ich glaube, das lag aber nur an den Stollen. Ja. Glaube ich auch. Eine Minute. Aber kann es sein, dass sogar das Mini-Dorito größer ist als Silas? Oder nee, ist der Zipfel doch... Ich glaube, da ist er vielleicht um 10 cm größer. Auf jeden Fall ist Silas größer als der Cheesecake und das Mini-Wing. Ja. Da kann er noch drüber gucken. Aber bei Maya und dem Tollcake wird es dann schon 10 Spitzen-Move. Ja, kleine fiese Redhead, Alter. Auf jeden Fall immer für eine Überraschung gut, der Junge. No. Und den kannst du auch überall hinschicken. Yep. Ist einfach egal, was ist. Du machst das, ja. Vor allem, der hat wirklich ein Tempo drauf. Ja. Alter Schwede, da guckst du und auf einmal sitzt er vor dir. Wo der noch auf der anderen Seite des Feldes war. Und sagt dir, ciao. Eine kurze Ref. Einweisung nochmal neu. Ja. Nochmal ein kleines Abi-Klatsche. Tanz noch ein bisschen hier. Der Ref tanzt ein bisschen. Tanzäffchen, der König hat Laune. Unterhalte mich. So. So. Oh, langsam krieg ich Bock auf eine Wurst, Alter. Na, ich glaube, der ist, wie spät ist denn überhaupt jetzt? 9:26 Uhr. Dauert noch ein bisschen. So. Dipsticks machen sich wieder auf dem Weg in Snake 2. Da rennt der Kleine los. Doppel W. Nein, er rennt direkt Snake 50. Das Wing geht weiter auf den Pin. Das, und
Alter, fick dich! G2 bei Dipsticks, G1 auf Sunrise-Seite, das war's, und der das Punkt. War's. Also, erste Game der Saison für Sunrise haben sie gewonnen, freut mich. 4-2. Sauber. Aber da muss ich sagen, coole Idee von Dipsticks. Ja. Und der Snaker ist in den 50s direkt angekommen. Ja. Hat einen guten Weg gewählt. So, dann warten wir jetzt noch auf die Entscheidung Rebirth gegen Killzone. Ja, da bin ich gespannt. Also, 3-3, ne? Ja, 3-3, aber wie gesagt, das ist... Die Strafen, ja. Das ist echt bitter. Die Strafe war hardcore. Ist immer eine Seite weggebrochen. Also. Wenn ich das jetzt richtig sehe, nächster Block ist dann King Size Berlin 2 gegen Raiders Paderborn. Fördergeier Kiel gegen Paint Fight Schwerin. Ja. Ja, also, das, also ich weiß, dass King Size sich letztes Wochenende wohl eingeschlossen hat. Ja, die haben da auch hart trainiert und das bei Hagel, ne? Da ja, also da war wohl alles Wetter, was hatten, aber war denen scheißegal, die haben einfach hart trainiert. Aber wir können froh sein, dass wir das Wetter aus Bayern nicht ja, haben, weil ja. München ist gestern... Schnee, ja, war Schnee wohl und so, ne, hab ich gehört. 10 cm Neuschnee da unten. Weil ist der Block schon komplett durch, oder was? Der komplett... Nee, kann er nicht sein. Weil die Jungs hier schon fett am Blauen sind und ich sehe da gerade Spotty aus der Box gehen und... Moment! Ja, Tatsache! Die Refs gehen runter. What the fuck is going on? Bitch! Ist jetzt hier 10 Minuten Pause oder was? Oder wie? Oder was keine Ahnung. Weil schon ID-Kartencheck und die Refs rennen. Raiders rennen. Ich sehe auch keinen Reverse mehr wirklich. Nee, in das der Box. Das ist aber komisch. Dann ist das ein Draw, kann ich mir nicht vorstellen. Die Zeit war eigentlich nicht vorbei, oder? Also nicht, dass ich wüsste. Hm. Gut, am Ende des Tages wissen wir mehr. Also steht ja ein... Weil ich sehe Lütti da jetzt auch gerade rumpimmeln außerhalb von der Box. Die Infos werden wir euch ja noch besorgen, wie es aussieht. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal 2 Minuten in die Commercials.
Thank you.